Auf Schloss Kornberg startet Anfang Juli die Ausstellung 1871, eine abenteuerliche Reise in die Vergangenheit. Auf die Besucher warten dabei viele Überraschungen. Diesmal wollen wir einen Blick hinter die Kulissen dieser Ausstellung werfen und die aufwendige Film- und Virtual Reality-Produktion beleuchten. Dank modernster Technik begibt sich der Besucher auf eine virtuelle Zeitreise durch die Geschichte des Schlosses Kornberg und der damit verbundenen Geschichte der Familie Bardot. Ja, man kann sich freuen und auch besonders die Jugend kann sich freuen, dass wir natürlich mit neuen Medien hier eben diese Ausstellung bereichern und nicht nur eben eine Ausstellung ist, wo nur mehr oder weniger irgendwelche Dokumente oder sonstiges gezeigt werden, sondern es werden Filmszenen nachgestellt und ich glaube, das ist ganz wichtig. Erstmalig und auf einzigartige Weise wurde das Schloss aus dem Jahr 1284 mit einer virtuellen Animation nachgestellt. Diese kann bei der aktuellen Ausstellung mit einer VR-Brille bestaunt werden. Wir haben ein spannendes Wochenende vor uns. Es sind die Drehtage für die Filmsequenzen, die Teil dieser Ausstellung werden. Birgit und Günter Duscher und das Team von Vulkan TV werden die filmischen Szenen festhalten. Es wird Beiträge in der Ausstellung geben, es gibt sprechende Bilderrahmen und es gibt auch eine virtuelle Reise ins Jahr 1871. Also es wird auf alle Fälle spannend. Und wir sind jetzt wirklich mitten im Filmdreh. Wir sind hier in der Waffenkammer von Schloss Kornberg, die sonst eigentlich nicht zu sehen ist, aber aufgrund der filmischen Szenen hat sie natürlich auch ihren Sonderplatz in der neuen Ausstellung. Für die Ausstellung wurden auch verschiedenste geschichtliche Ereignisse filmisch nachgestellt. Ein besonderes Erlebnis für die Darsteller. Es sind zwei Rollen, also heute war ich als Statist tätig. Wir haben heute die Hochzeit der Urgroßeltern des jetzigen Schlossherrn gedreht. Die Hochzeit war 1870 im Petersdom in Rom. Und morgen gibt es natürlich weitere Szenen und meine Lieblingsrolle ist die Rolle der böhmischen Köchin Mali. Und es wird dann auch in Zukunft werden auch mehr oder weniger digitale Führungen auch in Social Medias auch gezeigt und ich glaube, das ist wichtig, dass man natürlich in andere Märkte auch kommt und somit auch für weit von der Ferne Interessenten eben unser Schloss sehen können. Auf Schloss Kornberg Geschichte neu erleben, mit einzigartigen Eindrücken und berührenden Einblicken in eine 150-jährige Familiengeschichte. Die Ausstellung 1871, eine abenteuerliche Reise in die Vergangenheit. Ab Anfang Juli auf Schloss Kornberg.